Mal schauen. Hey, Mr. McNamara. Wer war das? Das kam von der Mole, oder? Irgendwie dachte ich mir das jetzt fast, dass wir noch aufgehalten werden. So, was ist denn jetzt hier? Leerer Bildschirm? Niemand da. Na sowas. Das kalte Wasser. Es ist 15 Meter tief. Ja, ja. Scheiße, Mann. Die Mistschweine. Ich will ja nichts sagen, aber das ist schon irgendwie ungünstig, ne? Holy crap. Ach gut, er schafft's von alleine, okay. Immerhin scheint er einen guten Fußtritt zu haben, um sich über Wasser zu halten, aber er war ja auch beim Militär gewesen. Vielleicht hilft das ja. Der schafft sogar ein Land ohne Hände. Wie so ein Fisch. Mann, Mann, Mann. So langsam ist die Kacke wirklich am Dampfen hier. Mein Gott. So, wir haben sogar noch unser Handy, stelle ich gerade fest, aber ich nehme mal an, das können wir jetzt nicht bedienen, oder? Verflixt. Er geht nicht mehr. Ich muss ihn trocknen lassen. Ach so. Ja, ich frage mich auch, wie du das Telefon irgendwie in den Sichtfeld halten konntest, wenn du hier die Hände nicht verbunden hast. Wie heißt das denn? Gefesselt hast. So, sind die Typen noch da? Nö, natürlich nicht. Ist klar. Ich frage mich auch, warum sie ihn nicht einfach direkt erschossen und dann erst ins Wasser geworfen haben. Das wäre irgendwie sicherer gewesen. Es sieht spitze aus, finde ich. Und hat der Wagen eigentlich schon die ganze Zeit diese Parkkralle? Ich habe die noch nie gesehen, noch nie festgestellt, dass da eine dran ist. Sehe ich jetzt gerade erst hier. So naja. Kann ich mich da drin nicht blicken lassen. Flynn wird denken, ich sei ein Verbrecher. Ich muss diese Handschellen loswerden. Und Moretti wartet. Ja, gehen wir mal in die Nighthawk Bar. Vielleicht kann uns da ja jemand helfen. Das wäre sehr schön. Riker ist da. Und ja, unser Kollege sowieso hier. Kriegst du die auf? Cool. Mein Gott. Wie sehen Sie denn aus, Doc? Was ist passiert? Doc, was zum Teufel? Hi, Detective. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie haben Nerven. Wer hat Ihnen diese Dinger angelegt? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel dafür? Warten Sie eine Sekunde. Danke, Joe. Sehr freundlich. Erstmal was trinken auf den Schreck. Ich mache Ihnen erstmal einen Drink. Ja, danke. Ich mach dir einen Drink, ist auch gut. Ich stell die Flasche hin. Aber ich trinke auch mal was. So ist besser, oder? Viel besser. Mhm. Danke. Und jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist. Jo, erzähl mal. Zwei Typen haben mich ins Hafenbecken geworfen. Am Fähranleger. Nicht die feine Art. Ich wäre um ein Haar ertrunken. Sie sind eben ein Glückspilz, Doc. Ein verdammt großer Glückspilz sogar. Sowas überlebt man normalerweise nicht. Haben Sie sie erkannt? Nein. Sie haben mir einen Sack über den Kopf gesteckt. Also gesetzt den Fall, es war so. Dann frage ich mich, wie Sie es geschafft haben, sich in ein paar Tagen in New York solche Feinde zu machen. Ich staune selbst. Irgendwas ist faul an diesem Krankenhaus da draußen auf Staten Island. Sie meinen, jemand aus dem Hospital wollte Sie umbringen? Ich bitte Sie, Doc, wer denn? Die grauenhafte Lady, der Doktor? Unser Verhältnis ist nicht das Beste.
Er hasst mich, Detective. Aber er würde Sie doch nicht umbringen, nur wegen einer solchen Rivalität. Das bilden Sie sich ein, Doc. Hatten Sie sonst mit jemandem Streit? Nun ja, mit meiner Frau, meinem Freund, mit Steve Riker da drüben, mit dem Pförtner im Hotel, mit Ihnen. Nicht übel. Sie ziehen den Ärger an. Man könnte fast meinen, es liegt an Ihnen selbst, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe das komische Gefühl, dass ich hier von irgendjemandem benutzt werde. Irgendjemandem passen meine Untersuchungen nicht. Okay, Doc. Lassen Sie mich offen sprechen. Moment mal. Randall. Randall, wird's Ihnen was ausmachen, uns einen kleinen Moment nicht zu belauschen? Sicher, Officer. Detective. Und der Riker? Ja, schon besser. Wo waren wir? Genau, Ihr Talent fürs Ärger machen, Doc. Sie sind kein ganz einfacher Zeitgenosse. Könnte es vielleicht sein, dass Sie selbst sich da in etwas reingesteigert haben? Wissen Sie, es gibt da nämlich noch ein paar Dinge, über die Sie nicht sehr erfreut sein werden. Wollen Sie sie hören? Ja, eigentlich nicht, aber gut, okay, geht klar. Von mir aus? Ihr Hotel hat uns angerufen. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Was fällt diesem dämlichen Portier denn ein? Ich bin noch nicht fertig, Doc. Dr. Young hat auch angerufen. Er macht sich Sorgen um seine Patienten. Was? Ihre Patienten. Sie setzen alle Medikamente ab, sie bringen sein Personal in Gefahr, sie überschreiten ihre Befugnisse. Stimmt das, Doc? Wie bitte? Das hat er gesagt? Das ist... Kann es sein, dass Sie Probleme haben, Doc? Ich meine, ernsthafte. Mit sich selbst. Sagen Sie es mir ruhig. Was wollen Sie, mich für verrückt erklären? Das passt vermutlich zu Ihrer Seelenklempner-Theorie. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Nicht automatisch auf Ihrer. Ich dachte, dass Ihnen das klar wäre. Ich bin Polizist, ich stehe auf der Seite des Gesetzes. Warum redet Dave nicht einfach mal ganz offen und in Ruhe mit Joe? Also ich meine... Die verlieren nie so wirklich Worte miteinander. Er hat schon mit Dr. Young nie geredet und ihm nie gesagt, was jetzt eigentlich so die Fortschritte sind. Ich meine, die beiden sollten ja eigentlich kooperieren. Und mit Moretti hat er auch nie jetzt wirklich drüber geredet. Ich meine, er könnte ja mal über alles berichten. Und es ist ja auch irgendwie komisch, dass er jetzt hier einen Sack über den Kopf gestülpt gekriegt hat, gefesselt wurde, ins Hafenbecken geschmissen wurde, ne? Ist ja alles ein bisschen dubios, ne? Aber macht nichts. Ja, Dave ist an allem schuld, klar, wie immer. Ich muss Ihnen unbedingt erzählen, was ich bisher herausgefunden habe. Ich bin inzwischen ganz sicher, dass die 5 Kids in einem Armeedepot waren oder in einer Kaserne. Alle Erinnerungen deuten darauf hin. Die Bilder gleichen sich bis ins Detail. Und alles passt genau zusammen. Die Armee sagt aber nein. Wir haben nachgefragt und es gibt keine Kaserne, die in Frage käme. Auch keine stillgelegte. Sie müssen sich irren. Das muss jetzt mal in Ihren Schädel, Doc. Ich irre mich nicht. Gut, auch in Ordnung. Dann sind die Erinnerungen falsch. Bei 5 Verrückten gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Was ist, wenn die Angaben der Army nicht stimmen? Haben Sie sonst noch Erkenntnisse? Ich meine, richtige? Die 5 haben offenbar gemeinsam an Computern gesessen. 4 Tage, bevor sie eingeliefert wurden. Killerspiele! Dabei muss es zu Konflikten gekommen sein. Aha, an Computern? Hm? Das soll vorkommen in dem Alter. Fragen Sie mal meinen kleinen Neffen. Der hat solche Erinnerungen auch. Und zwar nicht von vor 4 Tagen, sondern von vor 2 Stunden. Er spielt immer dieses Spiel, in dem man Autos klaut und Cops umlegt, wissen Sie? GTA! Ich sollte ihm das Dreckszeug eigentlich wegnehmen. Nur, dass Ihr Neffe nicht anschließend mit seinen Freunden nackt und bewaffnet in der Stadt herumläuft. Das ist wahr, aber er sitzt auch nicht in der Irrenanstalt und fantasiert vor sich hin. Sie glauben nicht, dass meine Ergebnisse stimmen, oder? Ich weiß nicht, Doc. Würden Sie sie glauben? Ich meine, Sie haben nichts. Keine Beweise, nicht mal Hinweise. Nicht eine konkrete Spur. Alles, was Sie tun, ist, sich angebliche Erinnerungen anzuhören, in denen vages Zeug geschildert wird. Ich habe alles aufgezeichnet. Hören Sie sich's an und entscheiden Sie selbst. Lassen Sie hören. Kein Problem, ich... Verflixt. Der PDA ist ja völlig durchnässt. Detective, ich habe die Aufzeichnungen. Ich trockne den PDA und sonst kriegen Ihre Jungs ihn wieder hin. Dann können Sie sich überzeugen. Okay, Doc, okay. Tun Sie das. Na super, ist ja klar. Funktioniert alles nicht mehr. Wegen der Patientin in Zelle 2. Tja, das ist eine unangenehme Geschichte, Doc. Wie ich Ihnen sagte, wir werden das noch genauer untersuchen, aber das ist ein separater Fall. Und? Was bin ich? Zeuge oder Beschuldigter? Zunächst mal Zeuge, aber das kann sich ändern. Ich kam auf die Station und sie war tot. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen konnte, sich so zu verletzen. Sie hatte keine Gegenstände in ihrer Zelle, mit denen das möglich gewesen wäre. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn das so ist, haben Sie nichts zu befürchten. Wo waren Sie denn, als die Kleine starb? Im Hotel und hier. Mein Gott, erst war ich natürlich im Hospital.
Ich arbeite dort, Detective. Mhm. Sie geben das alles noch zu Protokoll, nicht wahr? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich ihr was angetan habe. Ah, Doc, wenn ich das glauben würde, würde ich Sie sicher nicht mehr nach Staten Island lassen. Genauer gesagt, würde ich Sie nicht mal mehr aus dieser Bar lassen. Und Sie hätten auch gleich Ihre schicken Armbänder anbehalten können. Na, immerhin. Ach, alles doof. Ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es aber wieder vergessen. Das ist doch alles irgendwie total dämlich. Ja gut, machen wir ja einfach mal weiter. Ich brauche Hilfe, Detective. Sie müssen mir helfen. Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin für diese Art Hilfe. Was schwebt Ihnen denn vor? Polizeischutz. Ich habe keine Lust, nochmal im Hafenbecken zu landen. Sie machen Witze. Sehe ich so aus? Ich wäre eben beinahe umgebracht worden, Detective. Sagen Sie. Ich sehe nur einen verstörten Psychiater, klatschnass mit Handschellen. Er randaliert besoffen im Hotel und kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit, wo er nur Ärger anzettelt. Dafür soll es Polizeischutz geben, Doc? So sehen Sie das also. Gut. Dann geben Sie mir eine Waffe. Ich kann mich selbst verteidigen. Ihnen? Eine Waffe? So weit kommt's noch. Sie helfen mir also nicht? Nicht, wie Sie sich das vorstellen, nein. Detective, wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie mich für verrückt halten, dann sagen Sie es mir. Ich finde die Wahrheit auch allein heraus. Also zwei Männer, ne? Am Fähranleger. Ja, zwei Männer. Meine Brieftasche liegt im Hafenbecken. Ein paar Patronenhülsen sicher auch. Naja, vielleicht können wir mit den Handschellen was anfangen. Ich schicke auch einen Spurentrupp hin und ein paar Taucher. Polizeischutz kann ich Ihnen nicht geben. Wir brauchen jeden Mann auf dem Revier und den Antrag bekomme ich niemals durch. Ist das okay für Sie? Ja, sicher. Und was das Hospital angeht, Doc, schlage ich vor, dass Sie sich nicht in irgendwelche Sachen reinsteigern. Sehen Sie zu, dass Sie rausbekommen, was mit diesen Kids los ist und hören Sie auf, Ärger anzuzetteln, okay? Was ist mit der Anforderung meiner Akte durch die NSA? Sie sind vermutlich einfach überprüft worden. Bei einem Ex-Army-Mann kann das schon mal sein. Na schön. Ich muss jetzt los, Doc. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Trinken Sie nicht mehr so viel. Und lassen Sie im Hotel die Möbel heilen. Ja, ja. Schon in Ordnung. Nacht, Detective. Gute Nacht, Doc. Das ist schön, dass sich zumindest das mit der NSA-Akte aufgeklärt hat. Oder mit der Army-Akte. Was ich vorhin sagen wollte, es ist mir wieder eingefallen, warum hat Dave jetzt nicht einfach gesagt, dass Cliff in Zelle 5 zwei Männerstimmen gehört hat, die sich gestritten haben und das eine von Dr. Young ist. Ich meine, das müsste er theoretisch auch aufgenommen haben, denke ich zumindest mal, auch wenn es jetzt nicht als Datei explizit mit drauf liegt, denn ja, da sind ja eh bloß die Sachen drauf, die man gebrauchen könnte. Egal, wenigstens hat sich schon mal ein was aufgeklärt und es sieht alles wieder ein bisschen rosiger aus, finde ich zumindest. Weil jetzt offensichtlich eine Bedrohung da ist und Dave nicht vollkommen verrückt ist. Randall? Ja? Einen Doppelten. Tut mir wirklich leid, Doc. Sie haben wohl doch mitgehört. Ließ sich nicht völlig vermeiden. Und Sie auch, Riker. Sie sind ein schwerer Junge, Doc. Wer hätte das gedacht? Trinken wir einen? Vielleicht später. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Nochmal lasse ich mich nicht fast ersäufen. Ah, ich war schon wieder am Trinken hier. Ich glaube, Riker wird echt noch unser bester Freund hier. Ist schon lustig. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Jo, bis später. Dann wandern wir mal hier. Haben wir jetzt überhaupt was getrunken? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, einen zum Warmwerden, oder? Dann gehen wir mal zurück ins Hotel. Ich bin nicht mehr sicher. Ich muss mir eine Waffe besorgen. Hm, super. Hier nebenan ist ein Laden in der Rivington Street. Das weiß ich noch. Vielleicht haben die ja eine Waffe hier. Schopp. Hinein. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Dann nicht. Dann müssen wir irgendwo anders einen Laden finden, wo wir eine Waffe kaufen können. Zum Glück sind wir ja in den USA, da geht das ohne Probleme an jeder Ecke. Gott schütze Amerika. Oder, andere Idee, wir gehen zu Riker. Der hat doch hier uns sowieso schon mal mit einer Waffe bedroht, ansonsten ist hier glaube ich auch nichts. Ja, geh noch mal rein. Da gehen wir noch mal zu Riker und reden mal mit dem. Was ja jetzt offenbar auch direkt geht, ne? Ja, da ist sogar was. Waffe, das ist aber schön. Riker? Mhm. Riker, Sie hatten da doch diesen schönen Revolver, oder? Was ist damit? Ich will ihn kaufen. Im Ernst? Im Ernst. $100. Ist nicht gut, mit einem Ballermann durch die Gegend zu laufen. Sie müssen's wissen. Nicht gut für Sie, Doc. Sie stehen ziemlich unter Strom. Ich glaube, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Gewissen? Sie machen Witze. Lassen Sie mal, lieber Doc. Wenn Sie mit einem Ballermann rumlaufen, dann gibt's womöglich noch Tote. $200. Ich weiß nicht, Doc. Ist nicht gut für Sie. Wo willst du das Geld hernehmen? $300? Plus 50 für die Munition. Randall?
Wie hoch ist mein Deckel? Heute mitgerechnet 970. Was? Verdammter Kneipe ist zu teuer. Sauf halt weniger. Also? Okay. Geben Sie das Geld am besten gleich dem Blutsauger da hinten. Mir wär's lieber, wenn du mit anderem Geld bezahlen würdest. Riker hat recht, Doc. So eine Knarre ist nichts für Sie. Das weiß ich wohl selbst am besten. Wer eine Waffe hat, benutzt sie auch. Kann ich nicht ausschließen. Hier. Alles klar. Ich muss los, Randall. Schreiben Sie es nochmal auf? Wie? Das Geld von Riker auch? Ja. Wenn's geht. Sie sind vielleicht ein Scherzkeks. Soll ich Ihnen was leihen, Doc? Ich bin hier neuerdings schuldenfrei. Also schön, verdammter Mist. Aber wenn Sie nicht zahlen... Dann habe ich noch mehr Ärger, richtig? Richtig. Was ein Spaß. Aber Riker ist doch gar nicht schuldenfrei. Er hat, was war es, über 900 Dollar Schulden gehabt hier bei der Kneipe. Und Dave hat jetzt für 350 Mal die Knarre und Muni gekauft. Ist klar. Ohne Geld zu haben, auch super. So, wir haben eine Pistole, das ist keine Pistole, das ist ein Revolver. Unter Pistole verstehe ich was halbautomatisches. Vielleicht ist es jetzt auch bloß meine persönliche Definition, da habe ich noch nie nachgeguckt. Auf jeden Fall ist es ein Revolver, ich weiß nicht, ob Pistole dann einfach der Überbegriff ist. Das kann natürlich auch sein für jegliche einhändige Handfeuerwaffe, das ist möglich.